die Leute, die verstehen, die verstehen es. Das ist halt wie so ein Wohnzimmer mit einer kleinen Thule-Familie. Alle von verschiedenen Orten, aber kommen zusammen, machen einfach stabile Mucke, so das, was am Ende zählt. Vor gut anderthalb Jahren waren die 6ix5ine Crews auf einmal da und seitdem ging schnell. Ein Song nach dem anderen und die Jungs wurden bei 2Life Entertainment gesigned. Sie waren zwar das erste Signing, aber auf jeden Fall nicht das letzte, denn 2Life hat schnell aufgestockt. Sie haben noch Endzone, Osama, Noel, Zeki, Aja, Tarek und Senji gesigned. Was lustig ist, denn das Label gibt es erst seit den Goons. Eigentlich kennt man den Namen 2Life nämlich von Vintage Mode und Resell. Aber die waren schon immer Hip-Hop. In den letzten paar Jahren war gefühlt die ganze Szene zum Shoppen bei denen. Angefangen 2017. Ich wollte ein Eishockey-Trikot kaufen, hatte eine Bekannte in New York und die meinte, ey, check mal so eine Instagram-Seite, die verkaufen Vintage-Klamotten, ganz einfach anschreiben in die DMs und dann wickelst du da den Kauf ab. Dann dachte ich mir in Berlin, das kann ich doch auch und so fing es dann mehr oder weniger an. Jo, was geht ab? Polo 6ix5ine von 6ix5ine Goons hier im 2Life Fashion Store. Bisschen Vintage, bisschen dies, das, ihr wisst doch, alles, wo man macht schon. Die Grundidee war, geile Klamotten zugänglich machen für die Leute. Noel Sickboy hat Reik mal mitgebracht auf den Abend, so zum Chillen. Und Reik meinte, ey, ich hab auch einen Song, darf ich den mal anspielen? Atze, Atze, was? Nigga, du bist nicht mein Nazi. Zocker bei Rewe, ne Flasche, OG und Polo vernässen die Platz. Und haben dann schnell gemerkt, dass man da auf jeden Fall mehr und mehr rausholen kann, dass die Nummer größer werden kann, als es jetzt am Anfang ist. Bevor wir irgendein Studio hatten oder irgendwelche krassen Boxen, haben wir auf jeden Fall einfach hier aufgenommen. Ich Enzo saß auf dem Boden wirklich, irgendein Mikrofon einfach in den Raum gestellt und einfach angefangen, einfach machen, so wie wir es auch kennen. Ja. Ich bin Enzo, ich bin Produzent bei 2Life, komme aus der Schweiz ursprünglich. Ich habe lange Schlagzeug gespielt, Marimba und Perkussion, solche Sachen. War auch mal Schweizer Meister. Als ich ein bisschen so mit Clubben angefangen habe und so, wollte ich DJ sein. Und irgendwann habe ich dann gedacht, wieso mache ich keine Beats? So ist viel geiler. Die Rohversion von Wedding Boys haben wir einfach hier auf dem Boden aufgenommen. So. 6ix5ine Crews. Geh in Soho Haus, doch ich will gar nicht einchecken. Was? Letzter Schock, chill mit Polo, baue ein Film. Wer hat Ort? Was steht Wedding? Solange du kein Problem darstellst oder irgendwas anderes, bist du hier eigentlich gut, ja. Es ist gechillt einfach. Jeder meint sein Business so, aber kann auch ganz anders sein. Kann auch ganz anders sein. Studio hinten. Wir haben bis heute immer noch nur dasselbe Studio. Einfach irgendwas hingestellt und dann hier hinten rein und einfach aufnehmen. Ein Homie hat mir eine Woche, bevor ich hierher gezogen bin, aus der Schweiz gesagt, so, hey Bro, folgt dieser Seite 2Life Fashion, die haben krasse Kleidung. So. Dann war ich hier eine Woche, glaube ich, und habe gesehen, dass die in der Story so einfach Beats-Fragezeichen gehabt haben. Und ich habe da das erste Mal Beats an irgendjemanden geschickt. Das war dann einfach alles komplett zufällig so. Dann hat die 6ix5ine Crews zack gepasst und seit da machen wir Musik. Es ist wie so ein riesen Wohnzimmer. Die haben da immer gearbeitet. Dann ist meistens einer von uns reingekommen, der da Session hatte. Und die anderen sind dann immer irgendwie raus und reingelaufen. Dieser Song ist erst vor ein paar Tagen entstanden mit Tarek und Sanji. Wir haben mit 6ix5ine alle zusammen einen Drill-Track gemacht. Wenn Enzo mal da ist, tut er mir richtig leid, weil wenn er eine Session hat, sitzen da drei Leute, die einfach so damit chillen, so von uns, einfach weil es so cool ist. Kunde ruft an, will boah, hat aber boah, geht nicht mehr ran. Für Trap-Phone hat Trap-Empfang. Richterin hat Schnauzbart wie Escobar. Und das alles nur, weil ich zu viel Testo hat. Mache weiter, bis wir Kusen im Essen machen. Tarek und Sanji und Bull und OG. Bro, link up das Home. Ja, ist halt wie so ein Wohnzimmer mit einer kleinen 2Life-Familie, wirklich so. Und jeder kommt vorbei, wenn er Lust hat. Alle verstehen sich, alle kommen miteinander gut aus. Ich würde auch mit dem Party so machen, auch wenn ich nicht mit 2Life bin. Weißt du, wenn du mich rufen? Ja, ich muss auch meinen Teil erfüllen, auf jeden Fall. Ich muss die Family zusammenhalten, beschützen und voranbringen. Was ist deine Aufgabe in dieser Family? Ich bin der Gorilla, der Aufpasser. Shuri, wie sieht sich aus? Hab ich schwarz auf weiß, so wie Mickey Mouse. 3 Liter Jackie im Trap House. Sophie, mach mir noch ein Pack auf. Sie sind so wie meine kleinen Brüder, die Goons. Wirklich. Ich sehe die immer, wenn ich die angucke, sehe ich mich immer so vor 5-6 Jahren. Beide todeswitzig. Mit denen kannst du Pferde stehlen gehen, wenn man so schön sagen kann. Ohne Spaß. Beste Jungs. Ich will einbauen, deine Bitch, sie will kaum. Du bist am Staunen, denn die Bitch glaubt es kaum. Und sie kommt in den Raum und die Bitch
sich aus mit dem Trap aus. Ja, ich schick den Kunden voraus. Greg ist wirklich Hänger. Hänger Nummer 1. Greg ist gerade bei der Session. Beziehungsweise war eigentlich gestern schon bei der Session, ist da eingeschlafen und ist immer noch nicht wach. Und ist nicht hier zum Termin. Deswegen mache ich das hier gerade alleine. Was soll ich dir sagen, Alter? Es ist immer dasselbe mit ihm, so keine Ahnung, aber... Ja, kennt sich das? Ich bin dran gewöhnt, Dicker. Es traviert mich nicht mal mehr. Ich bin einfach dran gewöhnt. Business Meetings. Muss man leider... Ja, Meth ernst nehmen. Ich liebe Drillbeats so und halt, was die Leute oft erzählen auf Drillbeats. Einfach dieser reale Street-Shit, was sie da erzählen, so ist alles wahr. Was so Straßenrap angeht, das Nährste zum Straßenrap. Das heißt der Drill Größe. Wir sind hier bei den Flying Steps, weil ich hier sozusagen groß geworden bin. Weil mein Vater die Flying Steps damals gegründet hat, 1993. Die Flying Steps sind eine Breakdance-Crew aus Wedding. Hier sind 3 Tanzräume jeweils. Hier macht gerade Pieps Unterricht, der ist richtig gut. Ich wollte sogar eigentlich tanzen, 6 Jahre lang. Meistens will man es ja nicht machen, weil die Eltern es dann besser wissen. Und da war es halt auch so, nee, die Show war heute nicht gut und hättest du besser machen können. Und beim Rappen, das war das Einzige, wo er immer so war, du kannst rappen, mach's einfach. Rap, dachte ich mir aber irgendwann so, ja okay, es macht eigentlich wirklich Spaß. Er hat schon recht, vielleicht könnte man es wirklich richtig machen. Die Toilette muss ich euch auch zeigen, weil die einfach krass ist. Es sind überall so Zeitungsartikel über die Flying Steps. Ich hatte richtig Langeweile und ein Kumpel hat neben mir so ganz halt einen Text geschrieben und ich dachte mir so, ja okay, ich schreibe jetzt einfach auch ein Lied. Und dann habe ich aber gemerkt, dass es irgendwie richtig Spaß macht und dass es mir voll egal ist, was andere Leute sagen. Und seitdem denke ich mir, Rappen macht Spaß. Ja genau, eigentlich war ich alles Mögliche. Also alles, was so um die Tanzschule ging. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, hier zu arbeiten, weil ich kenne hier einfach jeden, ich bin hier aufgewachsen. Aber mit Pater als Chef macht nicht so viel Spaß, deswegen bin ich jetzt ganz froh, meinen eigenen Weg gehen zu können. Sie sagten, ey Noel, du kommst nicht weit. Auf einmal war Noel auf Playlist Covers. Noel habe ich jetzt von den allen am spätesten kennengelernt. Aber auch richtig super, super nettes Mädchen. Sie hat ja auch mein Video gedreht jetzt, Double Cup. Tanktops, Air Force, Sommernacht, Double Cup. Mich hier gemixt und ein Doppelblatt. Häng mit den G's, mach ne Bodyblatt. Umso ernster du in deinen Texten bist, umso mehr Angriffsfläche gibst du auch sozusagen Leuten. Ich will auf jeden Fall auch versuchen, persönlichere Sachen zu machen, aber es ist halt so, man muss sich erstmal dran gewöhnen. Ich muss mich da auch erstmal reinfuchsen. Ist gar nicht so einfach, wenn du immer nur kusch dies und dir und jedes. Also am Anfang habe ich natürlich auch jetzt, wo ich wieder angefangen habe, einfach nur Spaß gerappt, weil ich bisher so sagen wollte, guck mal, das ist meine Gang, das ist meine Hood. So, jetzt war es auch nicht wirklich so Storytelling, aber dadurch, dass ich ja auch Filme schneide, finde ich, kann man das so geil verbinden. Das finde ich halt so geil, weißt du, dass man dann so eine Geschichte erzählen kann in deinem Text und in deinem Video. Es hat sich vieles verändert. So, vorhin wollte ich noch studieren so, und was komplett anderes machen. Ich habe nie gedacht, dass Musik irgendwie mein Leben vielleicht finanzieren kann. So. Enzo ist eigentlich immer ruhig, ein sehr ruhiger Typ, immer sehr motiviert beim Arbeiten. Also ich habe Enzo noch nie erlebt, dass er so mir das Gefühl gegeben hat, er hat keinen Bock gerade oder er hat keine Lust. So. Er ist immer so, ey, wir müssen machen, so viel wie möglich und so und so. Ist der beste Mann, Mann. Das ist ein freundlicher, ist lieber Typ. Den ich auf dieser Welt kenne. So kein ADHS oder sowas. Ja. Wirklich, er lässt seine... Seine Skills für sie sprechen, sage ich. Ja, Mann, der ist geil. Wollen wir direkt aufnehmen? Oder musst du noch was machen? Ich bin unterwegs in der Hut, ich bin draußen. Lazy mit Chababs, all den Sack, was ein Bauch. Will mich an das Leben, wenn ich ehrlich bin. Es geht nur nach oben, du weißt das, wenn ich am Kippen bin. Abgefuckte Bitch, doch er sagt mir, wie fresh ich bin. Bin bei Too Late Fashion, ja, du weißt, dass wir in Wedding chillen. Ja, ich bin mir sicher, dass ich's eines Tages. Ich finde, beim Producer ist immer voll wichtig, dass du dich wohlfühlst. Und Anton ist auf jeden Fall so jemand, wo man sitzt und einfach weiß, so, egal was ich jetzt mache, er wird mich nicht auslachen. Ja, ich hatte die erste Session, so wie gesagt, es hat gepasst. Und dann sind die Goons auch oft zu mir nach Hause, nach Neukölln gekommen, so. Und die haben da einfach Mucke gemacht, so nächtelang, hier auch nächtelang verbracht.
so ein halbes Jahr, glaube ich, haben halt an ihrem YLF-Album gearbeitet. Alleine diesen Flavor, dieses Rezept, was man sich alleine da aufgeschrieben hat, versucht man mit dem Rezept des anderen zu vermischen, so dass am Ende ein Bombe Essen rauskommt. Weißt du, was ich meine? Am Ende muss schmecken. Und es schmeckt. Sehr gut sogar. Nigga, dein Lean ist Remix. Rippe dir Chip, ist das Handgelenk bricht. Ich kippe die Mische ins andere Gefäß. Meine Sachen verschwinden beim Muda Dreieck. Dolly packt mich und ich sage ein Scheißdreck. Diese Niggas sind am Sing ohne Mic-Check. Teile Sirup und erzähl, es ist Hightech. Die Leute, die verstehen, die verstehen's. Aber es ist generell, Deutschrap ist immer nicht so auf diesen Film, würde ich sagen. Es kommt jetzt langsam mit dem Untergrund. Aber ich gebe denen nur noch 2-3 Jahre und dann gibt's auch nur noch Trap, würde ich sagen. Gibt's diese alte Deutschrap-Scheiße nicht mehr. Und es ist gut, ein Teil davon zu sein, auf jeden Fall. Eigentlich ist ganz 2 Life Entertainment irgendwie zufällig entstanden. Die Goons waren zufällig da, Endzone wurde zufällig gefunden und alles andere hat sich dann irgendwie ergeben. Und auch wenn alle an ihrem Solokram arbeiten, spätestens auf dem Endzone-Sampler trifft sich dann die ganze Bande. Bin ein Playboy, sie wird sich verlieben. Polizei fragt mich nach meinen Komplizen, doch auf jeden Fall bin ich leise geblieben. Forme mein Körper wie eine Maschine, natürlich denken diese Cops, dass ich stehle. Ich schaffe es los und dann nie wieder Krise. Berlin City ist die Hauptstadt der Diebe. Auf einmal sind alle. Ich muss sagen, ich habe mich, bevor ich hier war, auch eigentlich fast nicht mit der Szene ausgekannt. So, ich habe nur Army Rap gehört. Ich glaube, das hört man auch in meinem Beat. Keiner, den ich bis jetzt kennengelernt habe, verstellt sich irgendwie oder lebt eine Rolle so. Und ich glaube auch, das prägt gerade Deutschrap Untergrund so, dass einfach so die authentischen Leute sind, die von der Straße kommen oder die erzählen einfach, was sie wirklich erleben. Und ich glaube, das macht das Ganze gerade so ein bisschen aus. Endzone wohnt zwar in der Schweiz, aber von da trägt er seinen Teil zum Sound der Berliner New Wave bei. Letztes Jahr kam der Endzone Sampler 2020, dieses Jahr kam Dear Summer, denn einmal im Jahr versammelt Endzone neben 2 Life halb Deutschrap Untergrund auf seinem Sampler. Ich red nicht vom motherfucking Fußballverein. Yeah, Kane, Versace und Fendi. Du Pisse geschoppen bei Penny. Nigga zur Seite, du bremst uns. Du hältst nicht mit dem Tempo. Verbringe die Nächte im Bendo. Bin wieder verballert auf Tele, den ich meine Benzo. Schau dieser Glas später face und vergess nicht. Doch ich bin noch Xenix vergesslich. Ey, ja, Wort geh mir am Morgen. Der Anzug, der ist nicht von Decathlon. Nigga, wir flexen im 42 Town. Liebe mit Moonrocks, er wird deinen Baum. Stop the cap mit Polo. Let's go. Du hast kein Kelly im Pack. Backwards, Smog gefällt. Paper, mein Fuß bis zum Snapback. Meine Scheine sind gelb, so wie Snapchat. Deine Bitch, gib mir Handle im Cadillac. 50 Dinger und noch Cash in mein Backpack. Backwards ist voll, ich smoke ein. Was meint ihr, worauf so die Fans, die Zuhörer mehr Bock hätten? So einem so ein All-Star-Track wie der davor? Oder ein Goons-Track gemacht werden würde? So? Also ich sag, wenn da Reik draufkommt und das ein 6-5 Goons-Track wird, kommt der besser als der andere, aber ich finde den anderen noch krasser. Ja, schwere Entscheidung auf jeden Fall. Why you talk like that? Let my boy walk like that. Kunden wollen Kelly, Kunden kommen kaufen, 3,2 Impact. Yeah, rock ever D, shake that pum pum, let me see that what. Jackie Bombay, hol noch Bacardi, ist das wie Eistee. Ob im Gebiet, verfahren mit nem Jeep und jetzt kriegt der Heimweh. Ich hab Racks in den Jeans, ich hab Packs für die Fiends. Wir sind Zeki und Adja, ich bin Adja, das ist Zeki. Wir sind 16 Jahre alt, kommen aus Berlin, ich komme aus Friedrichshain, er kommt aus Temple of Wedding. Und ja, wir sind heute hier. Hallöchen. Wie, mit was für einem Flow die schon um die Ecke kommen, mit was für einer Wortschatz vor allem die schon mit 16 um die Ecke kommen, ist ja unglaublich. Ja. Guck. Nach Buddhist Attack, nach Buddhist Attack, 3 Sachen. Seki Acha, Buff Brown Freedom, 3 Sachen. Das sind diese 3 Sachen. Seki und Acha, Buff Brown. Ja, genau. Jetzt sagt er noch Cops kommen. Lass alle diese schreien. Cops kommen. Zeki und Adja sind ja so die Neuen gerade. Mit 16 finde ich Rasidi schon richtig krass. Also ich glaube, bei denen wird es auch noch richtig berghoch gehen. Ich will mich nicht mit denen verkaufen. Fick seine Mutter, ich rede nicht von Schrauben. Ey. Ja, Dicker, fick Mutter, Schrauben. Was die beiden ausmacht, das ist so eine Sache wie bei Lucio, weißt du? So, wenn die das sagen, klingt's einfach cool. So, es ist, die könnten wirklich so viele Reime bringen, wenn ich die sagen würde. So, manchmal haben die mir auch gesagt, guck mal, Noel, da reimt sich noch das und das. Und ich war so, ja, wenn ich das aber sage, hört sich das richtig cringe an. Aber wenn ihr das sagt, hört sich das halt richtig cool an. So, weil es muss halt zu dir passen. So, es muss zu deinem,
zu deinem Rap passen. Und bei denen passt es übertrieben gut, dass sie so eine lustigen Vergleiche immer bringen. Wir machen Druck, wir sind am Pressen wie bei einer Verstopfung. Wir sind am Pressen wie bei einer Geburt. Bist du zu hoch, dann folgt dir der Stoß. Ich bin der Player für Timo Regie. Du bist im Kotzen so wie Bulimie. Wir ficken Mutter wie damals die Beatles. Jeder weiß, dass dieser Junge aktiv ist. Mein Mädchen ist anders, dafür spricht sehr vieles. Der Grund, weil sie wie Angelina Jolie ist. Leute wollen rappen und machen auf Checker. Ferro, ich hör dich gern wie mein Wecker. Immer Respekt vor mir, je suis fou. Le petit garçon comme Kirikou. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Auf ein Endzone-Beat. Die sind wie meine noch kleineren Brüder. Also die sind immer hinterher, die haben auch Bock, Mucke zu machen und fleißig, weißt du, das ist sehr wichtig. Yo, Tarik und Sinji hier bei 2Life Fashion im Store im Loft. Aus München, OBH 2Life. Wir haben, ey, wir haben irgendwo gefunden, diese Underground, einfach geguckt, bam, bam, gefunden, mies gefeiert. Polo hat unsere Sachen gefeiert und hat dann Julian Bescheid gesagt. Und Julian hat sich dann connected so mit uns, mit unserem Management. Die haben sich getroffen in München. Für mich die besten Driller. Also die ist auf jeden Fall rüberbringen, einfach rüberbringen, authentisch. Von dem Drill-Inhalt. Cool ist so, dass alles independent ist, ne? Ja, man, Enzo aus Basel, wir aus München, die Jungs aus Berlin, so. Ja, ist auf jeden Fall nice. Nachts unterwegs mit einer Laune wie Stalin. Der Vaterstadt will mir nicht helfen, nur schaden. Doch eins, Bruder, eins, wenn die wollen, können die haben. Hey, Darling. Step auf die Wiese wie Giovanni Elba. Der Tag hält mich jung und die Nacht macht mich älter. Wenn du hörst, alleine den Track, finde ich, denke ich, ich bin in London, so, weißt du, was ich meine? Alle von verschiedenen Orten, aber kommen zusammen, machen einfach stabile Mucke, so, das, was am Ende zählt. Meiner Meinung nach einer der stärksten Labels, so, was auch noch hochkommen wird. Ich bin seit Anfang an dabei, so, ich werde niemals was anderes machen, so, ich kenne halt nur die und so, ja, wir haben alles zusammen aufgebaut, also familienmäßig. So wie wenn du Fußballtraining hast und einer rennt die ganze Zeit schon vor der ganzen Gruppe, weißt du, so, einfach, er ist einfach am Machen, er hört einfach nicht auf, er ist einfach am Machen, so. Ich finde, das ist 2Life. Macher. Eigentlich nur Gott weiß, aber ich sag so, es kann nur nach oben gehen, so, es kann nur weitergehen. Wir sind Überflieger, wir sind am Machen die ganze Zeit. Es gibt dir wirklich, wie der Name schon sagt, ein zweites Leben. Weißt du, ein neues Leben einfach. 2Life.